So, Range. Ich glaube, die hast Brücke ist gemein. Ne? Nein, kann ich nicht. Ich habe schon viel zu viel Geld in den Holzfäller investiert. So, ich sehe hier aber auch noch keinen. Wenn diese Brücke gemeint ist. Und hier waren wir ja schon mal. Hier kommen wir nicht weiter. Ah, da ist er ja. Da ist er ja. Ich bin sowas von am Arsch. Du kannst dich nicht ewig vor mir verstecken, Mac. Ja, er ist sowas von am Arsch. Irgendwo tut er mir jetzt auch leid, aber er hat's. Einerseits hat er es verdient, dass die Riley sich getrennt hat. Wir sind da schon, ja, schuldig. Wir haben einfach nur die Wahrheit gesagt. Und sie hatte ja wohl schon angedeutet, dass sie vorher Probleme und sowas mit ihm hatte. Also so rosig war es die ganze Zeit schon nicht. Und ich finde ja, dieses Eifersüchtige, ne, dieses Übereifersüchtige, naja, ist halt nicht so gut. Ich muss die Wahrheit erfahren. So, und wir haben ja prinzipiell ein ganz anderes Thema mit ihm gerade zu besprechen, Riley hin oder her. Aber ja, was war jetzt eigentlich mit dem Telefonat vom Gabe? Mac? Alex, lass uns jetzt bitte nicht. Ich will, dass du mir erklärst, was mit Gabe geschehen ist. Was? Mir die Freundin wegzunehmen reicht dir noch nicht? Jetzt willst du mir auch noch den Tod von Gabe anhängen? Ich weiß, du lügst. Ich verstehe, warum du Angst hast. Ich weiß, dass du lügst. Ja, ich finde das so... Ich meine, auf der einen Seite kann man die Alex natürlich irgendwo verstehen, ne? Die ist schon traurig, ihrem Bruder und so. Und war ja auch nicht der beste Fuß, sagt man das? Der beste Fuß, auf dem man sich kennengelernt hat? Nein, ne? Naja, aber ihr wisst, was ich meine. Aber, ja, irgendwo verstehe ich, warum er Angst hat. Glaube ich. Weiß ich nicht. Ich nehme das aber mal, weil ich möchte ihm einfach nicht vorwerfen, dass er lügt. Ich will ja die Wahrheit rausfinden. Ich verstehe es. Er starb während deiner Schicht und du schiebst Panik. Aber du musst auspacken. Bitte. Ich hab dir nichts zu erzählen. Mac. Komm schon. Er war mein großer Bruder. Ich kann nicht. Er hat vor irgendetwas Angst. Wenn ich es schaffe, das zu nutzen, komme ich vielleicht an die Wahrheit. Also wir sollen unsere Kraft... Ich muss irgendetwas finden, das ihn so richtig provoziert. Wir sollen unsere Kraft dafür verwenden. Finde ich ehrlich gesagt jetzt gerade nicht so richtig. Kann die Alex verstehen. Aber irgendwas scheint ja auch da... irgendwas ist hier faul dran, ne? Schmeinert wussten wir auch schon vorher. So, aber wir müssen irgendwas finden, was ihn provoziert. Alle haben es auf mich abgesehen. Alex, Brian... Jetzt sogar Riley. Scheiße! Selbst Riley? Ist etwas mit ihr passiert? Okay, sprechen wir ihn mal drauf an. Wir sind hier fertig. Ach so, können wir nicht. Okay, dann sollten wir vielleicht mit der Riley mal reden, was passiert ist. Wo finden wir die denn? Die war ja jetzt nicht im Blumenladen. Man hier eigentlich auch rein? Nee, ne? Das ist nur die Werkstatt. Okay. So, können wir mal ein bisschen schneller machen, da wir ja gelernt haben, wie wir rennen. Gehen da mal einmal rein und fragen, ob wir, wo die Riley ist. Wenn die Dame das noch weiß. Die Eleanor. Hieß Eleanor, ne? Oder? Gott, mein Kurzzeitgedächtnis. Ich habe Eleanor im Kopf. Eleonora? Hm.
Okay, das war scheiße. Aber wenigstens habe ich ihr die Wahrheit gesagt. Ich hoffe, es ist was Gutes. Mhm. Eleanor heißt sie. Ach ja, die hatte sich ja da... Können wir da nochmal klopfen oder so und fragen? Das ist jetzt natürlich sehr unpassend, ne? Ich weiß, sie leidet sehr. Aber ich konnte sie einfach nicht anlügen. Na okay, hier können wir nichts mehr machen. Bulldogge, die habe ich noch gar nicht gesehen. Ich sollte mir einen Emotional Support Dog zulegen, aber für die anderen. Haben die schon gesehen? Ich glaube nicht. Okay, gehen wir wieder raus. Ich dachte jetzt, wir könnten sie mal fragen, wo die Riley ist. Wir müssen irgendwas finden, was den auf die Palme bringt oder verletzt oder wie auch immer. Vielleicht nochmal im Telefon gucken, ob die Riley uns vielleicht geschrieben hat, was wir irgendwie, wo wir ihn drauf ansprechen können. Ich muss irgendetwas finden, das ihn so richtig provoziert. Ja, ist ja gut. So, was ist mit SMS? Eleanor hat uns geschrieben, können wir auch nochmal? Alex, das vorhin tut mir so leid. Ich weiß deine Hilfe wahrlich zu schätzen. Es hat mich einfach sehr getroffen. Keine Entschuldigung nötig. Es hat uns alle schwer getroffen. Okay. So, Ryan, Riley, so. Alex, es tut mir leid. Ja, du kannst was für mich tun. Wir können ja nicht zurückschreiben, ne? Das ist so ein bisschen schade. So, wo soll ich denn suchen, was ihn provoziert? Ich kann ja jetzt leider nicht mehr mit ihm reden. Wir sind hier fertig. Ich muss die Wahrheit erfahren. Alle haben es auf mich abgesehen. Alex, Ryan, jetzt sogar Riley. Scheiße! Okay, Ryan auch. Ryan und Riley. Mit dem hat er sich ja gestritten. Vielleicht könnten wir nochmal zurück in die Bar und fragen, was passiert ist. Oder wir finden den Ryan oder die Riley hier irgendwo. Das ist nur so ein Pärchen. Mädchen auf der Bank. Hallo. Wow, cool. Ihr seid auch andere. Das war die Apotheke. Mann, diese Nachtschichten machen einen echt fertig. Ja, mein Schlafrhythmus ist voll im Arsch. Kaffee am Morgen, Whisky vorm Schlafengehen. Oh, schön. Wunderbar. Ja, ganz toll. Wir gehen noch mal in die Bar. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was wir machen sollen, wo wir was finden können. Ich hätte jetzt halt als erstes die Ryan gesucht. Die ist die Riley. Die ist aber nicht im Blumenladen. Und der Ryan, da habe ich echt vergessen. Wo könnten wir den denn finden? Könnten dann noch mal vielleicht im Musikladen gucken. Da hat er ja auch ab und zu abgehangen. Hatte der uns gesagt, wo wir ihn sonst normalerweise finden? Ich bin mir gar nicht sicher. Oh, hier ist auch keiner mehr. Doch, da sitzt er. Können wir mit dir reden, Jet? Hoffentlich beruhigen sich die Dinge hier bald wieder. Okay, offensichtlich nicht. Hier passe ich nicht durch.
Gabe hätte es gefallen, dass es auf seiner Trauerfeier Bier gab. Das haben wir alle schon mal angeschaut. Die Gedenktafel haben uns auch. Spitzhacke. Auch nichts Neues. Irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch. Es tut mir leid, wenn ich hier jetzt so ein bisschen rumirre. Aber ich bin mir nicht sicher, was wir machen sollen oder wo wir jetzt Informationen herkriegen, dass wir seine Stimmung quasi verändern. Also, dass wir uns hineinversetzen können, ihr wisst schon, ne? Die Gabe halt nutzen. Ich muss irgendetwas finden, das ihn so richtig provoziert. Ja, wissen wir ja schon, aber was provoziert ihn? Was provoziert ihn? Armes Ding. Sie kam den ganzen Weg, um bei ihrem Bruder zu leben. Und jetzt? Und jetzt muss ich die Wahrheit herausfinden. Wenn du für deine Aussage bereit bist, ruf mich an. Okay. Ja, mach ich. Okay. Danke für dein Interesse. Wo war denn jetzt nochmal der Musikladen? Der war doch hier auf der Seite, oder? Plattenladen da. Schauen wir mal. Es tut mir leid, wenn ich jetzt wirklich die ganzen Läden hier abklapper und da immer allzu lange Ladezeiten sind. Aber ich bin mir gerade echt unschlüssig. Habe ich schon ein paar Mal erwähnt, oder? Hier ist wenigstens gute Musik drin. Hey Leute, da bin ich wieder. Das war Toe-Tap mit ihrer neuen Single Elephant in the Room. Gleich geht's hier weiter mit brandneuen Indie-Rock-Songs für euch. Aber zuerst ein paar Infos. Das Frühlingsfest steht vor der Tür, gesponsert von der Typhon Minengesellschaft. Der Eintritt ist dieses Jahr gratis, also bringt eure Freunde und Familie mit. Oder den oder die Ex. Dieses Jahr ist alles möglich. Okay, sie kramt da rum, aber hat gerade ins Mikro gesprochen, verstehe. Voll lieb von ihr, dass sie ein Lab für Ethan organisiert. So, da kommen wir aber auch nicht rein. Ethan wäre vielleicht auch noch eine Option. Obwohl, was hat der mit dem Mac zu tun? Hilfreich. Das haben wir auch alle schon gesehen. Oh, es tut mir leid. Wir sind irgendwie, bin ich gerade lost. Ich muss irgendetwas finden, das ihn so richtig provoziert. Ja, das weiß ich ja mittlerweile. Die Frage ist ja nur, was?
Wir haben ja auch nichts im Inventar oder so, ne? Alle haben es auf mich abgesehen. Alex, Brian, jetzt sogar Riley. Ich muss die Wahrheit erfahren. Okay. Mit Riley über Max Angst reden. Zu erledigen. Ja, aber wo ist denn die Riley? Wo ist die Riley? Bin ich gerade irgendwie... Ich hätte ja jetzt gedacht, im Blumenladen. Echt schade, dass ich nicht einfach vor allem weglaufen kann. Ach ja, da oben kann ich nicht lang. Oh, Zeitung. Haben wir auch noch nicht angeguckt. Ich kann mir vorstellen, dass Gabe sich darauf abfeiert, dass er es in die Zeitung geschafft hat. Naja, The Rocky Mountain Gazette. Havens anstehende Stadtratsabstimmung, was sie wissen müssen. Ermittlung im Unfalltod läuft weiter. Ist ja toll. So, den hatten wir, glaube ich, auch schon. Apotheke, da gehe ich jetzt nicht nochmal rein. Da Kumpel und Kumpeline. Oh. Riley. Ja, super. Habe ich gar nicht gesehen, dass sie hier sitzt. Vielleicht weiß Riley etwas, das ich gegen Mac einsetzen kann. Okay, dann sprechen wir mal mit ihr. Alex. Hey. Nun, sollen wir direkt mit der Tür ins Haus fallen? Oder sollen wir erst über Gabe reden? Oder vielleicht doch Eleanor ansprechen? Naja, wir wollen ja was über Mac wissen und naja, reden wir mal darüber. Der Streit zwischen Mac und Gabe wegen eurer geheimen Treffen. Es ging um deine Bewerbung fürs College. Ja. Nachdem Mac das erste Mal vor ihnen ausgerastet ist, wollten Gabe und Charlotte, dass ich die Beziehung zu ihm beende. Und nach all dem denke ich, dass sie recht hatten. Hat Mac Gabes Anruf ignoriert? Sagt Mac die Wahrheit? Ja, das kann Riley ja eigentlich nicht wissen, oder? Das sie jetzt zu fragen. Das ist sehr direkt, ne? Ich frage einfach mal, ob Mac die Wahrheit sagt, was sie da drüber denkt. Glaubst du, er sagt die Wahrheit über den Anruf? Dass Gabe gar nicht anrief? Nein, es ist nicht so, dass... Sorry, ich bin noch nicht bereit, darüber zu reden. Ja, Entschuldigung, wenn ich jetzt nachbohre, aber... Bist du sicher? Manchmal hilft das Reden dabei, die Gedanken ein wenig zu ordnen. Ich bin noch nicht so weit. Nee. Hätten wir es anders machen können? Hätten wir das anders machen können? Weil jetzt haben wir eigentlich überhaupt keine Info. Außer, dass sie... ja, auch irgendwas wohl weiß. Naja, gut, dann reden wir erstmal über Gabe vielleicht. Ich weiß, du und Gabe wart befreundet. Wie geht es dir? Ich vermisse ihn. So sehr. Er war wie ein älterer Bruder für mich. Ich bin froh, dass du ihn hattest. Ich bin froh, dass er dich hatte. Beides. Das eine schließt das andere ja ein, oder? Ich bin froh, dass sie sich hatten.
Schön, dass er für dich da war. Er war ein wirklich guter Mensch, Alex. So, dann reden wir mal nochmal über die Eleanor vielleicht. Du und Eleanor steht euch nah, oder? Sie hat sich um mich gekümmert, seit ich klein war. Ich habe meine Mom nie kennengelernt, aber sie war immer für mich da. Was sagt sie dazu, dass du fürs College wegziehst? Sie freut sich. Ich glaube, sie will nur, dass ich glücklich bin. Das ist lieb. Wird es ihr gut gehen? Die Frage ist, sollen wir ihr das auch schon beibringen? Ich finde es auch wieder wichtig, dass sie Riley das weiß, dass es der Eleanor eigentlich nicht so gut geht und sie ein bisschen krank ist. Nur damit sie auch damit umgehen kann und ihr vielleicht helfen kann, ne? Vielleicht ahnt sie das ja auch schon ein bisschen. Also ich frage schon mal, wird es ihr gut gehen? Kommt sie denn ohne dich klar? Sie ist ziemlich zäh. Aber ich mache mir schon manchmal Sorgen um sie. Sie wird älter. Und irgendwann muss ich mich um sie kümmern. Ich glaube, dass du ihr im Laden hilfst, macht sie sehr glücklich. Ja. Geht mir genauso. Muss los. Nein, ich muss auch nicht los. Eigentlich will ich noch viel mehr mit dir reden, so ein Mist. Eigentlich hat das nicht so viel gebracht. Ich muss los. Ich habe noch was zu erledigen. Okay. Ich will Riley nicht bedrängen, aber ich muss mehr über Mac wissen. Wie bringe ich sie dazu, sich zu öffnen? Wenn er unschuldig ist, warum verhält er sich dann nur so? Wie verhält er sich denn? Vielleicht kann ich sie dazu bringen, es mir zu erzählen. Na gut, versuchen wir es nochmal. Willst du über Mac reden? Ja. Verstehe. Es ist nur komisch, dass er sich so verhält, als würde er etwas verstecken. Er wollte, dass ich mit ihm durchbrenne. Was? Nach der Trauerfeier. Er hat nicht gesagt, warum. Aber er sah so schuldig aus. Ich sagte nein. Und dass es aus ist. Aber dann... Ich habe Angst, dass er was Schlimmes getan hat. Riley. Danke, dass du es mir anvertraut hast. Du verdienst die Wahrheit. Ich muss los. Ich habe noch was zu erledigen. Haben wir ja gerade schon gesagt. Okay. Okay, also, sie hat wirklich Angst. Bis bald, ja? Ja, bis bald. Ja. Dass, wann immer du magst. Dass er was Schlimmes... Dass Mac abhauen will, finde ich ziemlich verdächtig. Ich wette, das könnte ich nutzen, um ihn Angst zu machen. Mhm. Wir gucken nochmal hier, Emotionen. Wenn er unschuldig ist, warum verhält er sich denn nur so? Sorry, Riley. Aber ich glaube nicht, dass er unschuldig ist. Ja, ich glaube auch nicht, dass er komplett unschuldig ist. Irgendwas steckt ja dahinter. Aber dass er den Gabe vorsätzlich getötet hat? Übrigens, die Wandmalerei haben wir uns noch nicht angeguckt. Sieht mega hammermäßig geil aus. War wohl nicht danach, die Mine zu malen. Wieso habe ich diese Gasse irgendwie nie betreten? So, ich wollte rennen. Irgendwie bin ich hier nicht durchgekommen. Da ist noch ein Tor. Hä? Wir haben uns doch hier schon komplett umgeguckt. Trotzdem nicht alles gesehen. Sowas. Einfach, aber effektiv. Okay, hier können wir wahrscheinlich nicht hinter, ne? Nee. Pfotenabdruck. Das kann nur bedeuten, irgendwo wartet ein Hund drauf, von mir gestreichelt zu werden. Mhm. Verstehe. So, hier können wir nicht durch.
Aber hier ist noch ein Tor. Ansehen. Was ist denn das da hinten? So, machen wir einfach mal auf, ne? Gehört uns zwar nicht, aber einfach mal gucken. Ab. Shit. Vielleicht gibt es hier etwas, womit ich das Tor öffnen kann. Was? Hallo, das gehört uns nicht. Kreisspielzeug. Damit sollte es klappen. Ja komm, dann machen wir das mal. Weil ich auch neugierig bin. Weil ich mich gerade ärgere, dass ich da nicht nachgeguckt habe. Ich bin schon für weniger eingebrochen. Okay. Hallo? Hat hier jemand so eine geheime Raucherecke? Je. Und ich kann es nicht genug betonen. Ha. Okay, aber wirklich was hier hinter ist nicht, ne? Oder bin ich gerade blind? Mehr kann ich doch nicht angucken. Hier hat jemand halt so eine Art Raucherecke. Gut, hier ist eine Latte raus. Das heißt, der hier sitzt, kann draußen alles beobachten. Und naja, das Wagenrad. Aber sonst ist hier nichts. Rein können wir ja hier auch nicht. Nun, das war ja jetzt sehr ernüchternd. Schade, ich dachte, wir hätten irgendwas Neues gefunden. Hier ist noch ein Schlafplatz. Selbst nach allem, was mir passiert ist, musste ich nie auf der Straße leben. Ich hoffe, wem auch immer das gehört, geht's gut. Und hier kommen wir nicht zurück. Naja, gut, haben wir das auch mal gesehen. Aber ich bin jetzt gerade ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, wir sehen hier in dem Schuppen mehr. Naja, gut, dann gehen wir wieder rum und dann gucken wir mal, ob wir beim Mac jetzt noch was erreichen. Mal schauen, was er sagt, wenn wir ihn jetzt ein bisschen ängstigen, dass wir wissen. Ich sollte erst alles andere erledigen, bevor ich Mac endlich zur Rede stelle. Wie alles andere erledigen? Was alles andere erledigen. Hä? Alle haben es auf mich abgesehen. Alex, Brian, jetzt sogar Riley. Scheiße! Gut, er hat Angst. Vielleicht erfahre ich jetzt die Wahrheit. Was Riley mir erzählt hat, könnte reichen. Aber falls ich noch etwas zu erledigen habe, sollte ich das besser jetzt machen. Komme zurück, bereit. Hä? Wie? Was habe ich denn noch zu erledigen? Ich sollte vorher noch ein paar Dinge erledigen. Okay. Ich sollte erst alles andere erledigen, bevor ich Mac endlich zur Rede stelle. Was haben wir denn noch zu erledigen? Stell Mac zur Rede. Und sonst haben wir alle Notizen und Erledigungen fertig. Also, wegen mir kann's losgehen. Verstehe ich jetzt nicht. Okay, bin ich wirklich bereit dafür? Ja, ich bin jetzt bereit dafür. Wenn nicht, dann tut's mir leid. Okay, dann mal los. Deine Ex-Freundin hat mir von deinen Plänen erzählt, die Stadt zu verlassen. Unschuldige tun so etwas nicht, Mac. Es ist nicht... Ich habe wirklich nichts getan. Lass mich in Ruhe, verdammt!
fuck. Ich kümmere mich später um Mac. Erstmal sollte ich so viel wie möglich in Erfahrung bringen. Okay. Also sie ist jetzt quasi in der Gefühlswelt von Mac. Oder wie sehe ich das? Teufel zieht alles. Die ganze Stadt gehört. Die ganze Stadt gehört ihm? Meint er Gabe oder was? Oder meint er Ryan? Mac hat das Gefühl, alle würden ihn anstarren. Okay. Alle denken, ich hätte ihn getötet. Sie hassen mich. Mhm. Also er hat Angst davor, dass das alle denken können oder denken. Kann ich nachvollziehen? Das ist so unfair. Ich habe überhaupt nichts getan. Aber wenn er nichts getan hat, warum sagt er nicht einfach die Wahrheit? Also die Wahrheit muss ja noch viel schrecklicher sein als die Angst, dass ihn alle beschuldigen. Und er wollte eher die Flucht wagen. Hätte es doch bloß nicht getroffen. Alex? Nein, da draußen sind Leute, verdammt. Ich habe doch gesagt, dass wir es abblasen müssen. Okay, er hat es wohl weitergegeben. Wie die mich auf der Trauerfeier angesehen haben. Die denken, ich habe ihn sterben lassen. Ich weiß, warum du lügst. Du warst eifersüchtig, es ging um Rache, du hast einen Fehler gemacht, Typhon übt Druck aus. Also ja, er war eifersüchtig. Aber er hat Angst, dass alle das denken könnten. Er hat es ja offensichtlich, in dem letzten Bild haben wir auch gesehen, dass er gesagt hat, hier, da sind noch Menschen. Also er hat es auch weitergegeben, er hat den Anruf gekriegt. Also er hat keinen Fehler gemacht, er hat es weitergegeben. Ich glaube auch nicht, dass es hier um Rache ging, dass er sagt, komm, sprengt da mal alles. Scheißegal, ob jemand über die Klippe springt. Also, klar, Eifersucht, klar, vielleicht auch Rache. Aber ich glaube nicht, dass er nach allem, was wir jetzt erfahren haben, schuldig ist. Deshalb ist das logisch dann den Antworten jetzt. Typhon übt Druck aus. Typhon zwingt dich, den Anruf von Gabe zu leugnen. Verdammte Scheiße. Du bist auch schuldig, halt nicht den Kopf hin. Ich bin mir nicht... Also in meinen Augen, ne? Das ist ja jetzt wieder sehr, sehr kompliziert, irgendwie hier Stellung zu nehmen oder so. Egal, was man macht, ist irgendwie falsch. Du bist auch schuldig, sehe ich ehrlich gesagt nicht so. Also ich bin, auch wenn ich ihn für schwierig halte und alles und was wir so gesehen haben, wird er sehr als der Buhmann jetzt dargestellt. Und ich glaube, dass er nicht so der Buhmann ist. Klar ist das alles nicht korrekt von ihm gewesen, dass er da eifersüchtig und sofort draufschlägt. Aber es wird so drauf hingearbeitet, dass man denken könnte, er muss es sein. Auf der einen Seite wäre es auch für das Spiel einfach zu einfach. Und wir haben so viel gehört über dieses Typhon, wie viel Macht die haben. Deshalb gehe ich schon eher davon aus, dass es von oben ja nochmal ganz anders. Und er sieht alles.
Er hat zu der Kamera gesagt, er sieht alles. Das heißt, er wird auch irgendwie beobachtet. Also er fühlt sich nicht nur beobachtet, er wird vielleicht sogar beobachtet. Und deshalb würde ich ihm eher den Tipp geben, halt nicht den Kopf hin. Sag aus, sag mir die Wahrheit. Ich weiß, du hast versucht, es zu verhindern. Sie haben Scheiße gebaut, nicht du. Hör auf, für sie zu lügen. Du checkst es nicht. Das war kein stinknormaler Unfall. Ich hab denen gesagt, dass ihr da unten seid und die haben trotzdem gesprengt. Absichtlich? Warum? Ich weiß es nicht. Ich schwör's. Und dann bekam ich die Nachricht, dass ich bestreiten soll, dass jemand angerufen hat. Du musst mir glauben. Kebe und ich, wir waren keine besten Freunde, aber ich wollte nicht, dass er stirbt. Jetzt beobachtet mich Typhon. Meine Freundin denkt, ich sei ein Mörder. Alle meine Nachbarn hassen mich. Was zum Teufel soll ich denn jetzt tun? Ich könnte ihn beruhigen. Aber hat er das wirklich verdient?